Ja, ladies first, James last, ne? Genau. So. So, bellen kann er schon. Da ist immer wichtig, dass der Praktikant vorne steht. Falls mal einer kommt und beißt, dann muss der Praktikant immer vorne sein. Hier schon. Sitz. So, oh. So. Soll ich schon mal direkt das erste Problem sagen? Ja. Das ist das, was ich meine. Ja. Aber noch von hinten noch schlimmer, ne? Ja. Aber ich sehe ein ganz anderes Problem bei dem Hund. Das sage ich ihm gleich direkt, wenn wir drin sind. Ja. Dass du sofort rausstürmst. Nee, auch ist doch nicht schlimm, ist doch freundlich. Aber? Ja, ich sage ich ihm gleich. Ich verrate das erst am Ende. Ach so. So, gucken wir jetzt einfach. So, jetzt geht es los hier hinten. Ja, das geht dann. Bei Frauen eigentlich noch mehr, da liebst du das wahrscheinlich noch mehr. Bei Frauen noch mehr? Ja. Wow. Naja. Ich weiß nicht, bei mir hat das auch gemacht. Ja. Ja. Aber mehr bei dir, weiß ich nicht. Eher am Po als ja. An allem anderen. Okay. Mhm. Jo. Imposant. Jo. Imposant, ja. Gut ausgedrückt. Ne? Jo. Ey, was machst du denn jetzt? Ist doch kein Problem, der Hund. Der falsche Hund ausgedrückt. Also, ich hatte ja gesagt, dass ich direkt sage, was das Hauptproblem ist. Ne? Der Hund ist so fett, der wird ihr nicht alt. Ich weiß, dass ich selber nicht sehr zierlich bin, aber die hat ja locker 10-15% Übergewicht. Locker. Aha. Und jetzt malen wir das mal eben kurz aus. Bei 10%, ich wiege jetzt 90, dann würde ich 100 wiegen. 99 Kilo. Da wäre schon ein anderer Schnack. Ne? Das heißt, wenn ein Hund, der vielleicht 28 wiegen dürfte, mal 32 hat, haben wir schon ein echtes Problem. Ne? Und ja. Die wiegt ja mehr als 32. 31. Ja. Das ist das Erste, worum ich sie bitten würde. Ja. Der Hund muss abspecken. Dann kratzt du mit der Pfote, dann wirft sie auf den Rücken. Spätestens, wenn die sich auf den Rücken wirft, kommt ja immer noch Krauti. Na, also, das ist ja einfach so. Das ist sie ja gewöhnt. Und dadurch, dass das jetzt gerade nicht passiert, spult sie mehr das Muster ab. Ne? Und dann gibt es immer zwei, drei Möglichkeiten, wie ein Hund reagieren kann. Entweder kommt Frust, den man dann mit ein bisschen Aggressivität kanalisiert, das ist bei ihr nicht ausgeprägt. Also bei ihr kommt jetzt nicht gleich, dass, also wäre es ein Kleinterrier, hätten wir jetzt schon längst mal kurz in die Hose beißen, am Schnürsenkel ziehen, das kommt alles bei ihr nicht, weil sie Pazifist ist. Die ist harmlos und nett. Ja. Meine Prognose ist, und wir werden das jetzt auch gleich zwei, dreimal machen, wir haben ja wunderbare Testkandidaten hier, und werden die zwei, dreimal reinkommen lassen und ich werde mit denen mal so reinkommen, wie sie in Zukunft Menschen reinbitten. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass das innerhalb von 2 Wochen vorbei ist. Echt? Ja. Ah, das wäre toll. Könnt ihr mal rausgehen, oder einer, kannst du, hast keine Angst vor, ne, oder so? Kannst du mal rausgehen und ich sag mal so in 3 Minuten nochmal klingeln und wir nehmen dich dann in Empfang. Tür auf. Hallo. Mensch rein, Tür zu. Ewig nicht gesehen. Tür zu. Kein bisschen verwirrt. Tür zu, genau. Wir gehen mal von hier. Genau, genau, genau. Sie bestimmen den Rhythmus. Und jetzt könnten sie auch zwischen Hund und Mensch gehen. Genau. Sehr gut. Genau. So, und der Moment, wenn jetzt der Besucher, jetzt müssen sie natürlich dem Besucher sagen können, naja, jetzt aufs Stupsen nicht reagieren. Ja? Das ist ja völlig klar. Das ist eine Variante. Wenn sie aber sagen, naja, ist jetzt ein Besucher, mit dem kann ich das nicht so machen, kann ich ja auch hingehen und sagen, naja, dann sorge ich dafür, dass es dem Hund an der Stelle irgendwie ein bisschen blöd wird. Also steh mal auf, lauf mal durch sie durch und so weiter. Und der, das bei mir hat, die ist schon längst kapiert. Die ist ja jetzt schon sehr, sehr, sehr aufmerksam und vermeidet das ja schon sehr schnell. Ja. Ich sage noch einmal, es geht nicht um Grobheit. Was wir jetzt gesehen haben, das ist eigentlich der Schlüssel zwischen Ihnen und Flocke. Sie sind ja jetzt schon in dem Zustand, dass Flocke Ihnen beigebracht hat, Erziehung macht keinen Sinn. Ich sag, wie machen Sie denn die Tür auf? Ja, ich setze den Hund da auf die Decke. Ja, machen Sie doch mal. Ja, klappt da meistens nicht. Ja, machen Sie mal trotzdem. Ja, bringen den Hund dann mit 35 Befehlen dahin. Mhm. Und dann schon, wenn Sie von Flocke weggehen, sagen Sie schon, ja, wenn ich die Tür aufmache, steht die auf. Ja, machen Sie mal. Ja, okay, Flocke kommt hinterher. Dann sag ich, ja, haben Sie bei mir aber nicht gemacht. Ja, stimmt. Und jetzt ist Flocke ja doch an der Tür. Ja, müsst ihr eigentlich zurückbringen. Nee, ja, noch nicht. Und das ist ja eigentlich genau das. Flocke hat einfach 7 Jahre lang gelernt, sie hat den längeren Atem. Sie probieren Sachen und sagen dann irgendwie, ja, leck mich am Arsch, hat nicht funktioniert, ja, dann ist auch egal. Ne? Und ich meine, das hat keine Chance. Egal, was die Flocke macht, sie verlangsamt nicht ihr Tempo. Wenn die Flocke im Weg steht, laufen sie einfach weiter. Sie reden auch nicht mit Flocke. Wenn Flocke rausrennt, soll sie rausrennen, ist sie weg. Kein Problem. Wir sehen uns heute Abend, genau. Okay, und tschüss, Frauenhaushalt, ne? War schon auch. Bis nachher.
Aber tschüss. Der Ritter sagt, der Hund ist zu dick. Schiebt sich einen Kuchen rein, erstmal auch wieder ein Kilometer. Wunderbar. So, das war's für heute. So, dann viel Erfolg. Ne? Ja. Guck mal, jetzt stupst keiner an dir. Nee, jetzt stupst keiner. Der Hund packt. Komm jetzt stupse ich an dir. Der Hund packt gerade seine Sachen. Tschüss. Okay, tschüss. Dankeschön. Danke. Tschüss.